Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal und heute gibt's mal wieder was ganz Neues. Gab es so auf YouTube noch nie, liebe Freunde, und auf meinem Kanal erst recht nicht. Aber ich habe heute einen Gast mit dabei und das ist kein anderer als Spendi. Ich will mal wieder Musik haben. Spendi, wie geht's dir? Mir geht's gut, dir? Ja, mir geht's bestens. Weißt du, was wir heute drehen? Ja, Vegan-Challenge. Vegan-Challenge, liebe Freunde, wir haben hier eine Kamera und eine Waage, logischerweise. Wir haben uns 6 Produkte rausgesucht und ja, werden die schätzen, wer näher dran ist, hat einen Punkt und am Ende gibt's einen Gewinner. Natürlich die Koro abchecken, ja, entweder die Cashewkerne oder hier die Reiscracker von der Koro mit dem Code 187. Die machen richtig. 5% Rabatt, die machen richtig süchtig. Also die hier auch, richtig krank. Check die Beschreibung ab und ich würde mal sagen, wir starten, oder? Spendi, ich würde sagen, du entscheidest dich jetzt erstmal für ein Produkt und ja, dann schätzen wir mal. Such dir was raus. Was ist das? Ich weiß tatsächlich nicht, was es ist. Ich weiß schon gegessen, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Seine Kaki. Hm. Ich muss erstmal reinkommen, ich brauche jetzt erstmal das erste oder zweite wird Katastrophe sein. Aber ich scheiß halt übertrieben rein, das weißt du, glaube ich. Ja, gut. Hast du was? 3, 2, 1... Ich hab 33 Gramm. Ich hab gesagt, ich scheiß rein, ich hab 111. Das kann sein, Bro. Ach so, nee, Bro, ich glaub nicht. Bist du bereit? Mhm. 151, damit geht dieser erste Alter. Punkt an mich. 151 Gramm fühlen sich also so an. Krass. Alles klar. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Schwerste hier, was wir haben. Wir haben hier, wie nennt man sowas? Ja, so ein Kerzendeko. Ihr wisst, was ich meine. Da drin ist eine Kerze und da ist sogar noch Sand drin. Wow. Okay. Ich hab's. Hast du, denkst du? 3, 2, 1. Ich hab 1890. Oh. Ich hab 1,8 Kilo. Also oh mein Gott. 90 Gramm höher. Höher. Komm schon. 2 Kilo schon. Mindestens. Ja! Ja! Oh mein Gott, fast 1,337. Ja, 1,3 Kilo, also 1,335. Ach, fuck. Ey, ich hab so eine Handnummer gehalten gerade eben und da dachte ich so, Fitness, diese 1,5 Kilo Hanteln, ja. Wenn man so Faxen gemacht hat. Ja. Und dann dachte ich so, das hat sich genauso angefühlt. Das hat sich viel schwerer für mich angefühlt. Scheiße, ja, 1,1. Jetzt nehmen wir mal die Batterie. Eine Batterie. Eigentlich brauchst du da gar nicht so lange überlegen. Und schätzt auf jeden Fall mit, Freunde. Und ja, schreibt es am Ende in die Kommentare. Ja, wie sollen die mitschätzen? Ja, einfach mitschätzen, ob sie richtig lagen sozusagen. Und dann aber wie? Die können doch gar nicht fühlen. Ja, aber einfach schätzen, du Idiot. Die müssen es ja nicht in der Hand halten. Einfach nur schätzen. Oder schätzen, wer recht hat. Oder wer näher dran liegt. Ja, ich hab was. 3, 2, 1, 38. 17. Ja, du hast gewonnen. Ich hatte schon was, über 40 hatte ich. Ja, yeah. 23 Gramm. 6 mehr, ne? Also 6, ja, 24. Ja, aber trotzdem, oder? Ja, ja. Scheiße, 2 zu 1. Ja. Ich nehme das nächste Schwere hier. Eine Tasse, ja, ein XXL-Format. Ist ja bald wieder soweit. Weihnachten. Crew Zembo steht wieder vor der Tür. Safe. Seid gespannt, was die sich auf euch zukommt. Aber, ja. Glaubst du ein Kilo? Ich glaub schon. 3, 2, 1, 677. 900. Are you ready? Ja. Was ist mal los? Nein, 70, ein Junge. Warte. Ja, 831. Achso, du bist bei 6 und ich dachte 7. 831. Ey, ich schwör's dir, ich war davor, ich hatte gerade eben eine Zahl im Kopf, 848. Wieso auch immer, aber ja. Oha, eine leere Plastikflasche. Jetzt weiß es perfekt, oder? Auf die. Ja, ich muss von allen Seiten, weil es ist manchmal immer schwer so, wenn du es hier hältst, guck mal, wenn du so machst, dann hast du einen kleinen Druck irgendwie drauf. Oha, ist ja übel leicht. 3, 2, 1, 11. Ich hab 3. Ja, du hast gewonnen. Ach, das ist so leicht, das Ding. Ich bin so ein Idiot. Niemals. Nein. Warte mal. Nein, niemals. 39. Hä? Nein, bei mir, da steht 39. Ja, ja, 39. 38, 39, ja, eins von beiden. Okay. Was? Krass. Hätte ich auch nicht Och, gedacht. Nee.
Ja, okay, dann wird es nochmal spannend. 3-2 und ich darf das letzte aufsuchen. Ich muss mal logisch überlegen. Bei den hohen, schweren Gegenständen hast du immer gut gepunktet. Bei den kleinen ich. Hm? Dann nehmen wir doch mal wieder was Leichtes, und zwar eine Walnuss. Ja. Irgendwie fühle ich die Walnuss nicht, sondern ich fühle nur meine Hand. Weißt du, was ich meine? Ja, stell doch mal deine Hand hin. Meine wiegt zum Beispiel 800 ungefähr. 800 Gramm. 800 Gramm. Und dann ziehst du noch das Gewicht ab. Na, ich hab was. Bitte, ich will unentschieden. Ich hab was. 3, 2, 1. Ich hab wieder die 11 genommen. Ich hab 21 Gramm. Jetzt fühlt sich aber irgendwie schwerer an. Bist du bereit? Spendi. Lass dich jetzt nicht kaputt. Nein, nein. Oha. Nein. Oh mein Gott! Niemals! Oh mein Niemals, Gott! Alter. Elf! Freunde, ja komm, geh hoch. 11. Ich hab genau die 11. Alter! Und für diese 11 gibt's mindestens 2 Punkte und damit habe ich das Spiel gewonnen. Liebe Freunde, schaut doch beim Spendi vorbei. Wir haben 2 Teiler gedreht, also das gleiche Video auch bei Spendi. Und ja, erster Link in der Beschreibung, Freunde, ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao!